So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Vampyr. Es läuft wieder alles, es geht wieder alles. Wir sind wieder an dem Punkt, wo wir sein sollen. Zum Glück, bei der letzten Aufnahme ist mir kurz das Spiel abgeraucht. Aber wie man sieht, es funktioniert noch alles. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Freiwillige für die Rüstungsindustrie. Überall siehst du nur Krieg. Briten arbeiten Hand in Hand. Wir suchen Arbeiter, die technische oder verwandte Berufe gelernt haben. Melden Sie sich noch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützt die Männer an der Front mit ausreichender Munition. Ihr werdet genug verdienen. An die Fließbänder und versorgt die Front. Naja, gut. Ja. Erschöpfung. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das was bringt bei ihm. Wir sollen weiter den Blut folgen. Da. Und jetzt sollen wir zu dem Nordpier gehen. Da waren wir zum Schluss. So in die Richtung. Also muss ich doch da raus. Verdammt. Hat's eilig. Wo lang da lang? 34 Meter. Oh, ist doch gleich hier nebenan. Ich muss mal gucken. Loot tut gut. Nicht einfach überall vorbeilaufen. Vielleicht verpassen wir was Gutes. Boah, dann, das war... Na, kann ich nicht machen. Ich kann keine Waffe einfach so ziehen. Untersuche die Boote. Ich glaube, ich habe das erste Boot gefunden. This man has just been drained of blood. Ja, alleine draußen. Unten untersuchen, Kleidung untersuchen und Sitz neben Boot untersuchen. This man was armed. He tried to defend himself. Okay. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Aber wie auch zugerichtet wurde. What's this? Some sort of note. Ein Befehl der Wache von Priven. Okay. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Okay, aber lass mich erstmal weiter suchen. Untersuchen. Ist eine Dose drauf? Meine Sorge ist immer bei sowas, vor allem beim Soul Game. Und wenn du jetzt schon das Hauptding angesprochen hast, was wäre vielleicht bei den anderen noch drauf gewesen? Irgendein Loot oder irgendwelche nützlichen Hinweise oder irgendwas? Habe ich jetzt natürlich in dem Fall schon verpasst, ne? So, ab nach drüben. Was passiert, wenn ich ins Wasser gehe? Gar nichts. Okay. Western Docks. Status des Bezirks stabil. Irgendwie alles nur stabil. Alles kurz vor, ja, alle wollen mich töten. It's locked. Komisch, was auch sonst. Okay, hier geht nichts. Also hier rein. Weiß ich nicht, Schleichkarten. Okay. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen von deinem Blut haben. Schusswaffen. Rüste eine Schusswaffe aus und drücke rechte Maustaste, um sie einzusetzen und sowohl normalen als auch Schockschaden zu verursachen. Beachte, dass deine Munition begrenzt ist. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. Ich möchte lieber erstmal lautlos bleiben. Mehr oder weniger. I cannot enter. Okay, ich hatte jetzt Angst, in die Luft zu fliegen. Ich kenne mich. Shut that foolish mouth.
Ableger. Okay, das ist wieder so einer der härteren. Karte des Gegners. Drücke V, um Gegner in der Nähe zu finden und ihre Karten anzuzeigen. Und ihre Karten anzuzeigen? Okay. Und jetzt? Was muss ich drücken? Ah. Widerstände. Manche Gegner können gewisse Schadensarten besser widerstehen. Es gibt 4 Arten von Widerständen. Physisch, Nahkampf, Fernkampf. Kräfte, Blut, Schatten. Organe weist auf mittlere Widerstandsfähigkeit hin, Rot hingegen auf hohe Widerstandsfähigkeit. Also gegen Schusswaffen, sehr hoher Widerstand. Und bei ihm gegen Schusswaffen ebenfalls. Okay. Ich wollte gerade sagen, lass mal bitte weg. Ja, bei dem geht es einfach besser. Es ist einfach präziser. Ist irgendwie cool, dass die Sachen kaputt gehen. Gefällt mir. Irgendwann wird in irgendeinem Fass irgendwas drin sein. Vielleicht nicht hier. Vielleicht nicht in der nächsten Stadt. Aber irgendwo. Wir sind jetzt beim Feuer drüben. Hier kann ich nicht agieren, also kein Licht ausmachen. Schade. Da war es kurz. Jetzt hat. It's locked. Don't come closer, sir. Hi. Wie geht es dir? Over there. Was ist denn mit dir? Oh, was? Ich habe Ausweichen gedrückt. Weil du wieder nicht auf mich hören wolltest. Oh, was? Wie gemein. Das war ganz schön heiß. Ich dachte, er wäre down. Also das wäre es gewesen, aber ein bisschen Leben hat er wohl noch gehabt. Ich hoffe, mit dem Geld können wir später vielleicht ein bisschen Medizin kaufen oder die Sachen dafür. It's locked, all right. Okay, das war's. Dass ich mich nicht irgendwie ducken kann oder so. Step away, sir. Stop now! I'm cold. There's nothing here. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever know McCullum to be wrong about anything? Man kann sich nicht verstecken, ne? No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've but one job, and that's to find it. And find it fast. It's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Hi. Tschüss. Aber ich muss da durch. Burn it, boys. Jetzt ist er daneben. Oh, was? Komm her, jawohl. Jetzt mal zu dir, mein Freund.
Entschuldigung. Als eines gewöhnlichen Griffs. So wie es aussieht, können wir selber Waffen bauen. Das würde mir sehr gefallen natürlich. Das wäre schon so ein kleiner Leckerbissen. Okay, da haben wir noch so einen. Widerstände gegen Nahkampf. Gegen Waffen, also gegen Schusswaffen. Und du? Gegen Schattenangriffe. Warum hat der so einen starken Widerstand? Oh, was? Komm ran auf den Meter. Okay, rein theoretisch muss ich gar nicht so viel Blut saugen, weil, naja, mein Leben ist voll. Als besondere Attacken habe ich auch nicht eingesetzt. Neues Sammelobjekt, alles klar. Aber irgendwie macht Spaß. Patronen. Wie viele Patronen bitte? Was? Ich möchte nur das Licht ausmachen. Ach nee, hör auf. So komme ich von hinten ran, okay. Abgenutzte Lupara, was? Hi, wie geht's dir? War schön, mit dir darüber zu reden. Ups. Warte mal, Loot tut gut. Der muss doch was dabei gehabt haben. Gar nichts. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, tschüss. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Nee. Oh Gottes Willen. Das ist sehr speziell. Aber ich wollte lieber das hier drücken. Okay, jetzt sind wir bei 350. Schwächen der Vampire, Feuer und Sonne. Neue Praktiken, neue Techniken. Und das hier würde ich gerne jetzt auswählen. Habe ich immer noch nicht. Wie wähle ich das denn aus? Wo war's denn? Tasche. Du kannst Waffen nur am Arbeitstisch einen Unterschlupf aufwerten. Ja, das ist richtig. Das ist auch cool, dass es sowas gibt. Verursachter Schaden um 10% erhöhen. Nachladezeit verbessern. Gute Lupara, dafür brauchen wir die hier. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt eine abgenutzte. Teil eines gewöhnlichen Abzugs habe ich noch gar nichts. Okay. 480 Schaden. Nochmal erhöhen, 176 mehr. Okay, das ist schon geil. Für eine Zweihand, also für eine Nebenwaffe, wäre das schon eine ziemlich feine Sache. Nur, wie wähle ich dich aus? Das schon mal nicht. Das schon mal nicht. Nee.
ich würde super gerne das hier aus der Hand wegmachen und das da reinziehen, ne? Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Auf jeden Fall gleich wieder Blut sammeln. Wie wähle ich dich denn aus? Doppelklick funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Auswählen an sich funktioniert auch nicht. Das ist merkwürdig. Okay. Vielleicht muss ich dafür noch irgendwie irgendwas lernen. It's locked. Bevor ich die richtig benutzen darf. Ratten. Ja, Ratten. Komm her. Ich brauche ein bisschen Blut. Na jetzt. Was ist denn mit dir? Lass dich fressen. Als ob du das nicht wollen würdest. Na gut. Guck mal, da geht's schon weiter. Oh ja. Ja. Oh, noch was? Noch ein Safe Room. Unterschlupf freigeschaltet. Ja, gerne. Was gibt's hier? Okay, mehr habe ich scheinbar nicht. Das ist mein Unterschlupf. Bitte gehen Sie hinfort. Teil eines gewöhnlichen Griffs plus 3. Was? Bringt mir nichts. So, Abzüge brauche ich. Der Rest bringt mir jetzt nichts. Naja, gut, okay. Kann ich irgendwie die Sachen jetzt vielleicht hier rüberziehen? Was? Schock 10, Schock 15? Ausdauerverbrauch um 10% gesenkt. Aha, okay. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Aber es bringt mir halt so nichts, ne? Das ist ein bisschen schwierig, weil ich gerne wissen würde, wie ich halt das da reinziehen kann. Bissblut, Blutkapazität, Gesundheit, Ausdauer. Ja, mehr Gesundheit wäre mir eigentlich schon ganz recht, ne? Plus 500 Gesundheit am Ende. Also, das werden wir so oder so machen müssen. 300 Punkte erstmal. Wir könnten sogar nochmal. Plus 50, plus 100. Okay, kommen wir weiter, Mann. So. Erstmal ein bisschen HP haben ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Bist du sicher, dass du abbrechen möchtest und alle. Achso, nein. Achso. War's schon. Ein bisschen mehr Leben, wie gesagt. Die folgende Nacht. Gespeichert hat er. Wunderbar. Ja, doch, der Lebensbalken gefällt mir. Mit dem kann ich arbeiten. Dieses flackernde Licht macht mich ja kirre. Bleibt zusammen. Passt aufeinander auf. Wie, die spawnen wieder. Was? Warte mal, gibst du mir jetzt denselben Loot wie gerade eben? Tatsache. Hey, wie geht's euch? Da oben hin. Hey, wie geht's dir? Ich wollte es ein bisschen stilvoller machen. Hat nicht funktioniert. Deswegen hau ich jetzt dich. Gib mal ein bisschen was. Naja, also. Es lief auf jeden Fall deutlich besser als beim ersten Mal. Und Loot gab es auch noch.
Also wenn es ums Geld geht, ist das voll geil. Du gehst rein, du kommst wieder raus, es ist wieder alles da. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? Aber okay. I cannot enter. Ah, ist kein Ding. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong, it makes me dizzy. Was ist mit dir passiert? Leitstange eine. Okay. Der ist aber ganz schön krass abgenagt, ne? Ey, was ist das hier für eine Totenansammlung? Abgenutzte Sense. Was? Zweihändige Waffen. Rüste eine zweihändige Waffe aus und drücke rechte Maus, um die Spezialfähigkeit zu nutzen. Mit der Sense können zum Beispiel Angriffe pariert werden und, wenn im richtigen Moment ausgeführt, Gegner schweren Schockschaden erleiden. Wie wähle ich die denn aus? Ich will sie ja. Genauso wie ich die Schrot haben möchte. Aber... Aber er wählt sie nicht aus. Durchscrollen funktioniert auch nicht. Ich weiß noch nicht wirklich, wie ich die Waffen switche. Ich kann ja auch kein V drücken gerade. Keine Waffe, nichts ziehen. This creature is bedeviled. I must put it down. William Bishop. Du kommst wieder zurück, mein Freund. Weiß ja nicht, von einem anderen Vampir das Blut trinken ist eher so. Okay. Und du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass hier nichts ist. William, please, stop. Gleich, ich kümmere mich sofort um dich. Ich will nur mal kurz gucken. Da haben wir doch schon mal was. Das waren Goldmünzen. Das habe ich genau gesehen. Das waren keine Schillinge. It's locked. Also wenn dann war es mehr wert als 5. Da ein paar Kupfermünzen, weißt du? Auch 5. Ich fühle mich nicht fair behandelt hier. Okay, so, erzähl mir was. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton. Nein. Are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain Skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Der arme Mann, ey. Der wird einfach so hart rangenommen vom Kopf her, das ist ja Wahnsinn. Und er tut trotzdem immer weitermachen, ne? By George and the Saints, you've solved
solve the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I almost tend to my fold. My flock needs me. Yes. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Okay. Überprüfe seine Leiche. Poor creature can't be my maker. Alles klar, Blutprobe haben wir. Subspecies of that. Es kann losgehen. I must find a place to analyze the blood. Halt mal ein paar frische Sachen, ne? Wäre auch ein bisschen sinnvoll. Gemacht. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Okay, Captain Fenn. Das ist schon mal eine schöne Sache. Of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. So much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship.
Ich weiß ja nicht. Da kennt man sie seit, was weiß ich, einer halben Stunde und dann, na. Okay, ja gut, Kriegszeit. Ist Kriegszeit, alles gut. Ich wollte gerade sagen, Gott sie das, aber ist ja was anderes. Und was ist jetzt mit den anderen Leuten? Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, endlich frische Sachen. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich von ihm halten soll. I cannot enter. Status des Bezirks gesund. Oh, hier gibt's lecker Essen. Alles Lächeln, sehr schön. Ist das gut, dass man das zuerst denkt? Würde ich auf jeden Fall machen. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass. Oh. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. Okay. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Ich glaube, wenn ich ihn rette, habe ich ja wieder rein theoretisch einen mehr, den ich ja später aussaugen kann für XP, ne? Qualität des Punkte des Blutes 500 EP. Die Blutqualität deutet an, wie viele EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität ist, desto mehr XP, genau. Mesmerisieren, was? Um das Blut deiner Beute auszusagen, musst du sie zunächst in den Bann ziehen, um sie an eine Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bannstufe muss genauso hoch sein wie die oder höher. Als der Widerstand des Bürgers sein. Rekur. Um Clay im Bann zu ziehen. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Aber ich wollte ihn doch eigentlich noch leben lassen. Drücke und wieder aussaugen oder loslassen möchtest. Wenn du ihn aussaugst, würde er eine große Menge EP gewähren. Jedoch hat das Konsequenzen. Sei dir dessen bewusst. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. Und das meine ich halt eben. Deswegen auf jeden Fall loslassen. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Du wirst schon auch sterben, aber in Ruhe. So, erstmal wieder ein bisschen was kennenlernen über die.
Oh, zwei Federn. Die brauchen wir schon mal. Und du bist jetzt geheilt, oder was? Krass. Magische Hände. Gut, aber das war es ja zum Großteil. Jetzt hat der quasi wirklich jemanden ermordet und... Ja gut, andere Zeiten, ne? It's locked, all right. Irgendwann komme ich da noch rein. Kann ich da irgendwie rüber? Nö, schon mal nicht. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Ja, das ist schon richtig. Also man sollte sich natürlich jetzt nicht zu viel Zeit lassen mit dem Ganzen, weil wir müssen uns ja auch noch wehren können. Wir müssen uns aufwerten. Oh, Scheiße, was gibt's denn hier alles? Keine Sorge, ich will nur euer Blut aussaugen. Aber noch nicht jetzt. Das Ganze dauert noch ein bisschen. Aber sieht doch gut aus. Soweit alles. Was irgendwie jetzt hier so grob rumlag. Die Feinarbeit muss natürlich noch gemacht werden, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Okay, jetzt erstmal zur Krankenschwester. Was ist das? Bleiben Sie zu Hause. Influenza, häufig von Lungenentzündungen begleitet. Bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe in jedem Fall zu vermeiden. Okay. So, wie geht's bei dir denn hier weiter? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Immer noch professionell. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Okay. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Boah, das ist hart. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Erster Stock. Second floor of the hospital, left after the stairs. An der Treppe links. The last vacant office at the end of the corridor. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Okay, alles klar. Wir erfahren einfach nicht mehr über ihn, ne? Ich glaube, beim Arzt wirklich was rauszufinden, damit seine EP steigen, das könnte echt schwer werden. Wegen der Grippe nimmt dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf. Das Krankenhaus ist voll. Bitte kehren Sie wieder heim. Boah, das Schlimmste, was du im Notfall lesen kannst. Dass es halt einfach keine Hilfe mehr gibt. Glasfiolen, die brauche ich auf jeden Fall für die Arzneimittel später. Eignet sich ein Krankenhaus natürlich bestens dafür. Oh. Ui, ui, was ist jetzt los? Sprich mit mir. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really?
It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Okay. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Habe ich genug über euch erfahren? Kann ich dafür sorgen? Keine Sorge. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Oh, sehr schön. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Ah, schade. Okay, persönliche Fragen. Na, schade. Alles klar, vielen Dank. Call me if you need assistance. Es gibt natürlich überall ein schwarzes Schaf. Es ist halt so. Das gehört alles mit dazu. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz in unser neues Büro. Kleines Fläschchen noch eingepackt. Sehr schön. Und die, die wir noch nicht befragt haben. Die befragen wir noch. Wie viele Menschen hier rumlaufen? Oh, so viel Futter. Kann man das so sagen? Nee, das ist schon mal nicht. Treppen hoch und links. Nee, das ist Swansea. Treppen hoch und links. Abgenutzte Säge. Ja, warum nicht? Habe ich gerne in der Tasche dabei. So nebenbei mal schon eingepackt, das passt schon. Namensschild für Ärzte. Okay, alles klar. Dr. Reed. Ja, hier bin ich richtig. Nochmal schnell gucken. Na, dachte ich mir doch. It's locked. Verdammt. Und Rainer. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Also komm. To the shadows, a kingdom of my own. Ich wollte gerade sagen, jetzt überleg mal, wie die anderen Sachen waren. So, insgesamt würde ich sagen, ist das eine ganz schöne Aufwertung für das, wie wir angefangen haben. 10 Glasfiolen. Rüstbank, ja, machen wir alles gleich. Das sind alles riesengroße Texte, die lesen wir uns alle mal in Ruhe durch. Okay. Das wollte ich jetzt gar nicht. 690 Punkte. Defensiv, was? Gerinnung, du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Blutbarriere, du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkt Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Das finde ich noch geiler. Das ist aber allerdings sehr praktisch. Dauer 5 Sekunden. Gut, dafür, dass ich überhaupt keinen Schaden nehme.
Mach es wehrlos. Ich merke schon, es gibt ein paar Sachen, die mir hier sehr gut gefallen würden. Stopp, ich wollte doch... Schutzschild will ich auf jeden Fall haben. Ich bin immer auf beides. Offensiv und defensiv. Das ist schon vollkommen okay. Zwei absorbierte Treffer. Dauer 5 Sekunden, 250 Schaden. Wenn deine Barriere verschwindet, explodiert sie und fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu. Das ist geil. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Drei absorbierte Treffer. Dauer für 10 Sekunden. Ach, es ist nur die Abklingzeit, die runtergeht. Also bis hierhin quasi, weil drei Treffer steckt es ein. Und ansonsten ist es nur noch die Dauer. ...150 Blutschaden. Abklingzeit an sich ist, denke ich mal, jetzt eher irrelevant. Dauer 5 Sekunden, das hat nicht lange... Wir müssen es mal austesten. Aber das könnte mir sehr, sehr gut gefallen. So, nächste Nacht bitte. Und damit, ihr Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Es ist unglaublich viel, was geredet wird, was erklärt wird, die ganzen Fragen stellen und alles. Das merke ich jetzt schon. Also das ist wirklich Wahnsinn, was du da zum Teil dir alles anhören musst, was du dir irgendwo auch abspeichern musst, weil es geht auch irgendwo weiter. Würde aber sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo da lassen, würde mich unglaublich freuen. Und was Schönes in die Kommentare reinschreiben. Oder vielleicht sogar Tipps und Tricks, wie ich eine Waffe ausrüste zum Beispiel. Wäre sehr hilfreich. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.